Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin hier in meiner Testwelt. Es ist Nacht. Und diese Aufnahme dient jetzt nur dazu, dass ich hier mal ein bisschen das Schneiden der Videos und das Nachbearbeiten zeige. So, jetzt bin ich dabei, das gerade mit Outer City aufgenommen, jetzt ein bisschen zu editieren. Zunächst mal speichern wir das Projekt und denken uns einen hübschen Namen aus dafür. Also zum Beispiel Uwe spielt Minecraft und das Datum und oder hier jetzt Test und das Datum. Und dann schauen wir mal, hören uns das mal an. Aufnahme, oh, das Video läuft. Das ist alles noch ein bisschen leise natürlich und das wollen wir dann auch schließlich ein bisschen verstärken. Und da machen wir das hier über die Verstärkung. Ja, man kann natürlich auch das Rauschprofil erstmal ermitteln, aber wir wollen es erstmal verstärken und dann wollen wir das Rauschprofil rausnehmen mit dem Effekt. Ja, man sieht es jetzt hier unten nicht, da kommt dann ein Knopf Verstärkung und 0,1 ist nicht viel, da gibt es also irgendwo eine Störung, die müssen wir erstmal gucken und mit dem Zoomrad und der Steuerungstaste können wir da rauszoomen und sehen dann ganz links, da ist ein Ton, der nicht. Da ist etwas, was nicht verstärkt werden kann. Das müssen wir erstmal eliminieren oder abschwächen. So, das ist ein Knacksen. Das können wir richtig rausschmeißen hier, indem wir da Stille erzeugen. Zack, und weg ist es. Und jetzt können wir das Ganze nochmal versuchen mit dem Verstärken. So, Verstärkung geht jetzt. Wir werden so einen etwas niedrigeren Wert nehmen. Und wups, da ist es verstärkt. Und da haben wir jetzt hier noch eine Störung. Die hört sich auch nicht gerade schön an. Die werden wir jetzt mal abschwächen, indem wir eine negative Verstärkung da reinnehmen. Das ist dann das gleiche wie abschwächen. Machen eine Minus rein. So, und jetzt gucken wir uns nochmal an. Da haben wir noch was. Was ist das? Also so ein Knacksen, wie das beim Sprechen ab und zu mal ist. Und das können wir ganz rausschmeißen, indem wir auf Stille klicken. So, jetzt hören wir uns das Ganze. Na, wir können es jetzt nochmal verstärken erstmal. Oder? Ja, machen wir Verstärkung nochmal. Nochmal so einen kleineren Betrag. Jetzt mal 5. So, jetzt haben wir es verstärkt. Hören uns das mal an, ob uns das gefällt von der Lautstärke. Und, oder 3x9, 4x16. Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Und jetzt können wir daran gehen, das Rauschen rauszuschmeißen. Wenn man nämlich jetzt hier am Ende ist, wo man nicht spricht, hört man das Rauschen relativ deutlich. Und jetzt markieren wir hier einen Bereich und Rauschentfernung und ermitteln erstmal in diesem Bereich hier das Rauschprofil, damit der Computer weiß, das Programm weiß, das ist Rauschen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt erstmal die Markierung wegnehmen und dann Effekt Rauschentfernung jetzt nicht auf Rauschprofil ermitteln klicken, sondern unten auf OK. Denn sonst bei Rauschprofil ermitteln würde er die ganze Aufnahme als Rauschen kennzeichnen. So, und jetzt gucken wir uns das mal an oder hören uns das mal an. Erstmal schauen wir hier in der Frequenzanalyse, da ist noch, sind noch so ein paar Sachen drin. Aber das stört eigentlich kaum. Wie man hört, ist es ja still und ein deutlicher Unterschied zu eben. Und dann können wir das Ganze so, wie es jetzt ist, nochmal uns anhören. Aufnahme Fraps läuft. Ah, da ist noch dieses komische Knacken drin. Erfolgestatistiken zurück zum. Das Knacken gefällt uns immer noch nicht. Das ist immer noch etwas laut. Man könnte das jetzt ganz rauslöschen, aber es ist da so eingebettet. Vielleicht machen wir das mal so, dass wir das ganz schwach machen. Eine Verstärkung von minus 8. Dann wird es ganz runtergerechnet. Man hört es immer noch, aber es soll ja auch so ein bisschen Umgebungsgeräusch zu hören sein. Wir leben ja, wir sind ja hier nicht in so einem schalldichten Raum. So, und dann speichern wir das Ganze. Wir haben es ja schon mal unter dem Namen gespeichert.
Jetzt können wir es nicht mehr speichern, es ist aktuell gespeichert. Jetzt exportieren wir das Ganze und zwar für die Weiterverarbeitung mache ich das hier mit dem WAV-Format. Und dann wird das nachher im Movie Maker. Ja, das war's eigentlich. Und weiter geht's dann mit dem Movie Maker.